Hallo und herzlich willkommen zum Kurs, wie man Bilder SEO-tauglich macht. Das heißt für Suchmaschinen optimiert. Als ersten Schritt wählt ihr das Bild aus. Idealerweise habt ihr das Bild schon mal richtig benannt. Das heißt keine Sonderzeichen, Ü, O, Ä und solche Geschichten drin. Mit Leerzeichen bzw. Minuszeichen getrennt. Und lädt dann das in eure CMS hoch. Als erstes ändert ihr den Titel ab, entfernt alle Minuszeichen und macht es schön sprecher, dass es auch grammatikalisch stimmt. Ihr fügt einen alternativen Text hinzu, wie in meinem Fall da Giroflex 68 minus 3519 Drehstuhl. Drehstuhl ist mein Keyword. Zusätzlich erfasst ihr die Beschreibung und fügt die dann in euren Post hinein oder in euren Beitrag. Jetzt wird das Bild schon mal angezeigt. In meiner Installation verwende ich Optimize Press. Das ist ein spezielles Plugin für die Darstellung von speziellen Landing Pages. Also kann ich da noch zusätzlich nochmal den Alt-Tag hinterlegen und schon ist eigentlich die Geschichte mit den Bildern erledigt und ich habe die Bilder SEO optimiert. Im ersten Schritt auf meiner Seite. Weitere Schritte gibt es natürlich noch extern, wenn man die Bilder dann im Internet weiterteilt. Nun weiterhin viel Erfolg mit dem Optimieren eurer Webseite und mit euren Bildern. Bis zum nächsten Mal.